Stellt euch vor, ein großer, bekannter Investor fragt euch, ob ihr nicht mit eurem Geld in seine Unternehmung mit einsteigen wollt. Das Interesse wäre geweckt, oder? Und während der Recherche stellt sich dann raus, dass ein klassisches Unternehmen so noch gar nicht existiert. Was es gibt, ist eine leere Hülle. Dahinter steckt das Konstrukt von SPACs. Und was das ist, erklären wir euch in diesem Video. Hey, ich bin Ivan von Evergreen. Heute geht es um eine der angesagtesten Asset-Klassen derzeit, sowie die Chancen und Risiken, die damit verbunden sind. Bevor wir aber tiefer in die Finanzmaterie einsteigen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Bei einem SPAC handelt es sich um eine Mantelgesellschaft, ein sogenanntes Akquisitionszweckunternehmen. Daher kommt auch der Name Special Purpose Acquisition Company. Ein SPAC ist also eine Art Unternehmenshülle, die wie andere Unternehmen an die Börse gehen können. Allerdings gehen diese Mantelfirmen keiner klassischen wirtschaftlichen Tätigkeit nach. Der einzige Zweck ist Kapitalbeschaffung, also das Einsammeln von Geldern. Der Geschäftszweck von SPACs ist es, innerhalb einer bestimmten Frist ein Zielunternehmen zu finden und einen Zusammenschluss einzugehen. So wird eine indirekte Börsennotierung erreicht. Ein Beispiel ist die Berliner Ferienwohnungssuchmaschine Home2Go. Das 2014 gegründete Unternehmen hat in diesem Jahr den schnellen Weg an die Börse gewählt. Der Lakestar SPAC 1 agiert hierbei als Hülle und verschmilzt mit dem Unternehmen. So wird das Unternehmen an die Börse gehievt. Die Übernahme durch solche Mantelunternehmen bietet für das zu übernehmende Unternehmen eine Alternative zu einem herkömmlichen Börsengang. Wenn ihr gerne ein Video rund um das Thema Börsengang von Unternehmen von uns sehen möchtet, dann schreibt es uns in die Kommentare. So viel vorab, eine Vielzahl von Wegen führen an die Börse und SPACs sind nur einer davon, und zwar wie immer mit Chancen und auch Risiken. Apropos Chancen und Risiken. Aus Sicht des zu übernehmenden Unternehmens sind SPACs sehr interessant, weil sie einen einfachen Weg der Finanzierung bieten. Unternehmen sparen sich zum Beispiel zeitraubende Roadshows. Für den Normalverbraucher, wie aber auch für große Investoren, sind SPACs natürlich auch mit Risiken verbunden. Die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, rät unter anderem zur Vorsicht bei SPACs und die US-Börsenaufsicht SEC hat angefangen, die Zweckgesellschaften stärker ins Visier zu nehmen. Während die Vorteile von SPACs auf der Hand liegen, zum Beispiel ein unkomplizierter Börsengang und eine meist höhere Bewertung für das Zielunternehmen und natürlich die Chance auf einen Gewinn für den Anleger, sind die Risiken breit verteilt. So spielen die Sponsoren, genannten SPAC-Gründer, und der Verwaltungsrat eine sehr große Rolle. Diese investieren selbst auch in den SPAC und suchen das Übernahmeziel. Und hiermit sind dann schon zwei mögliche Risiken verbunden. Einerseits hängt der Erfolg der Investorensuche stark vom Vertrauen in die Sponsoren und deren spezifische Branchenkenntnis ab. Und zweitens haben sie nicht unbegrenzt Zeit. Für die Suche nach einem Übernahmeobjekt gibt es immer eine Deadline, im Schnitt so 18 bis 24 Monate. Andernfalls muss das Kapital an die Investoren zurückgegeben werden. Das kann dazu führen, dass ein Unternehmen irgendwann gekauft werden muss, obwohl es eventuell noch gar nicht reif für die Börse ist. Dass auch Unternehmen gekauft werden, die langfristig nicht erfolgreich sind, zeigt auch eine Studie von Goldman Sachs. Über eine dreijährige Periode haben die Analysten untersucht, wie sich 56 SPACs im Vergleich zum S&P 500 Aktienindex geschlagen haben. Mit dem Ergebnis, dass die SPACs im Schnitt schlechter als der S&P 500 performt haben. Es ist also wie bei Aktien. SPAC ist nicht gleich SPAC und am Ende kommt es eben genau darauf an, welches Unternehmen in einen SPAC aufgenommen wird. Ein weiteres Risiko besteht auch dann, wenn es der Mantelfirma nicht gelingt, eine Übernahme abzuschließen und der SPAC liquidiert werden muss. Kleinanlegerinnen und Kleinanleger erhalten in diesem Fall üblicherweise ihre investierten Mittel zurück, allerdings werden entstandene Kosten vorher abgezogen. Wie ist denn eigentlich die Lage derzeit? SPACs sind eigentlich kein neues Phänomen. Die ersten kamen Ende der 90er Jahre in den USA auf und im beginnenden 21. Jahrhundert wurden SPACs auch ein Thema in Europa. Der erste deutsche SPAC war Germany One und ging 2008 an die Börse. 2009 wurde dann AEG Power Solutions übernommen. Das Unternehmen ging 2017 in die Insolvenz. Ab 2010 war es dann aber ruhig um die Mantelfirmen und erst in den letzten Jahren sind sie langsam in den USA wieder in Mode gekommen.
waren 2019 gerade einmal 59 SPAC-IPOs an den US-Börsen gelistet, waren es Ende 2020 schon 248. Auch weltweit hat die Zahl der SPACs erneut zugenommen. So ist das Emissionsvolumen weltweit von 2019 auf 2020 um ganze 70 Milliarden US-Dollar gestiegen. Während in den Vereinigten Staaten der Hype langsam wieder nachlässt, auch aufgrund der nun stärkeren Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden, scheint er in Europa erst Fahrt aufzunehmen. Neben der Lakestar sind an der Frankfurter Börse zwei weitere SPACs gelistet und es werden wohl noch mehr werden. Kurzfristiger Boom, langfristige Anlage oder gar Finanzblase? Diese Fragen bleiben am Ende offen, denn in die Zukunft können wir nicht schauen. Fakt ist, SPACs sind ein risikoreiches Investment, das mit hohem Vertrauen in die handelnden Personen verbunden ist. Für Privatanleger gilt hier das Gleiche wie bei Aktien: nie alles auf eine Karte setzen und immer schön breit streuen. Was denkt ihr über die Special Purpose Acquisition Companies? Kurzfristiger Boom oder Blase? Schreibt es uns in die Kommentare und wie immer, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Videos rund um das Thema Finanzen mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video und viele Grüße aus Leipzig.